Also wenn ich eins während der Dreharbeiten zu meinem veganen Dokumentarfilm gelernt habe, dann ist es, dass es keine Einzelfälle sind. Wir haben in Detroit die Selbsthilfegruppe PBNSG besucht. Die hat allein schon über 7000 Mitglieder. Waren in Kalifornien im True North Health Center. Die haben über die Jahrzehnte schon hinweg schon 20.000 Menschen erfolgreich begleitet. Wir haben Dr. Joel Kahn getroffen. Der ist Kardiologe seit 37 Jahren und hat uns berichtet, wie bis zu 90% der Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch den richtigen Lebensstil verhindert werden könnten. Und Dr. Hanna Kaliova, noch als Beispiel, hat uns in Washington erklärt, leitet ein ganzes Forschungsteam, wie bis zu 90% der Diabetes-Typ-2-Fälle verhindert werden könnten durch die richtige Ernährung, also eine vollwertig pflanzliche Ernährung. Und dazu kommen dann halt noch die ganzen Fallbeispiele, wo wir die Menschen kennengelernt haben, wie Jim, wie Alan, Al, Paul, Katie, die alle mit einer vollwertig pflanzlichen Ernährung wirklich krasse Erfolge erzielt haben. Leider haben wir in den USA die Transformation von den Menschen nicht begleiten können, sondern haben nur den Endzustand gesehen. Und das wollen wir aber in Deutschland nachholen. Wir wollen in Deutschland wirklich noch eine Personengruppe begleiten, vom Anfang bis zum Ende über mehrere Wochen, Monate hinweg, sodass wir zeigen können, okay, mit dem amerikanischen Ernährungswissen passiert das mit denen. Diese Transformation gehen sie durch. Und das Ganze noch von einem wissenschaftlichen Gremium begleiten lassen und dokumentieren lassen, sodass es am Ende halt wirklich so ein Ding ist, okay, das hat Aussagekraft und das ist so ein, ja, dass die Menschen halt sehen, okay, das ist einfach möglich und denken sich, boah, krass, das muss ich auch mal probieren und mal gucken, wie es mir dann nach ein paar Wochen geht. Das ist wirklich das Ziel. Nee, je nach Lebensstil müssen es wahrscheinlich nicht 100% sein, da reichen auch 80, 90% pflanzliche Ernährung aus. Aber die Frage ist ja dann, wie viel Stück Käse sind denn dann zum Beispiel 10%? Und am Ende ist es für mich auch immer eine Sache, die halt untrennbar mit dem ethischen Aspekt verbunden ist. Und deshalb werden wir es auch im Film thematisieren. Und ich fand das so treffend, wie Dr. Rosanne Oliveira das beschrieben hat, ne? Wenn wir einmal im Jahr Fleisch essen wollen, beispielsweise an Weihnachten, muss halt das ganze Jahr über hinweg trotzdem die gesamte Industrie aufrechterhalten bleiben. Genau, wir haben den Film nach Walter benannt und das aus einem ganz bestimmten Grund. Walter ist mein Lieblingsonkel aus Amerika, der ausgewandert war und er litt die letzten 16 Jahre seines Lebens an Diabetes Typ 2. Also ihm wurden Zehen amputiert, Adern verpflanzt, er hat in den Füßen nichts mehr gespürt und am Ende starben seine Beine von den Zehenspitzen her schwarz ab. Und sein Tod und super viele andere Krankheitsfälle im Freundes- und Familienkreis haben am Ende dafür gesorgt, dass wir unsere Ernährung umgestellt haben. Wir gesagt haben, okay, wir wollen alles dafür tun, dass wir nicht das gleiche Schicksal erleiden. Und Walter steht für mich so als Sinnbild für all die Menschen halt da draußen, die an vermeidbaren Zivilisationskrankheiten leiden und aber auch was ändern wollen. Und wir haben festgestellt, dass letzten Endes jede Familie da draußen ihren Walter hat. Ich meine, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Es wird höchste Zeit, dass was passiert hier im Land. Und ja, das Bewusstsein für die vegane Ernährung steigt. Aber gleichzeitig brauchen wir jetzt halt auch Filme und Dokumentarfilme. Es muss einfach in den Mainstream und es muss die Menschen auch zum Umdenken bewegen. Und das ist jetzt nicht die Frage, ob wir ins Kino wollen, sondern nee, wir müssen ins Kino, weil wir einfach keine Zeit mehr haben. Und das können wir nicht alleine stemmen, sondern dafür brauchen wir all die Menschen da draußen, die das Bewusstsein schon haben, dass die beispielsweise unseren Dokumentarfilm und das Crowdfunding unterstützen und ja, voranbringen.